Zu den letzten Nachrichten der Tagesschau schalten wir um nach Hamburg. Zum Programmschluss die Tagesschau. Eine Lösung der Geiselaffäre hat der Iran trotz erheblicher Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Führung des Landes bis zum bevorstehenden Präsidentenwechsel in den USA ausgeschlossen. Radio Teheran erklärte am Samstag, es sei völlig unmöglich, dass bis zum 20. Januar in dieser Frage noch Fortschritte erzielt werden könnten. Sollte der neu gewählte Präsident Reagan auf eine Nachgiebigkeit des Iran hoffen, beginge er einen schweren Fehler. Auseinandersetzungen zwischen den verantwortlichen Politikern des Iran wurden im Rundfunk deutlich, als ein versöhnlicher Kommentar mitten im Satz unterbrochen und durch einen Beitrag ersetzt wurde, der keine Kompromissbereitschaft erkennen ließ. Neue Versorgungsschwierigkeiten wurden aus Polen bekannt. Die Kohleförderung ist im vergangenen Jahr um 14 Millionen Tonnen unter dem Planziel geblieben. Nach Angaben der Parteizeitung Tribuna Ludu wurden statt 207 Millionen nur 193 Millionen Tonnen Kohle zutage gebracht. Die Ausfälle sollen sich auf die gesamte Wirtschaft des Landes ausgewirkt haben. Nur dem milden Winter sei es zu verdanken, dass es in Polen nicht zu Stromabschaltungen und Arbeitseinstellungen in vielen Fabriken kam. Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden kann nicht bestätigen, dass an dem Bombenanschlag auf das Luxushotel Norfolk in der kenianischen Hauptstadt Nairobi Deutsche beteiligt waren. 14 Menschen sind dort ums Leben gekommen. Das BKA nahm mit seiner Erklärung zu Spekulationen britischer Zeitungen Stellung, wonach das Attentat ein deutsch-palästinensischer Racheakt gegen die Regierung von Kenia gewesen sei. Die Behörden in Nairobi hatten 1976 drei Palästinenser und zwei Deutsche an Israel ausgeliefert. Der Vorwurf damals, sie sollten versucht haben, ein israelisches Flugzeug abzuschießen. Ein schwerer Orkan, der gestern über Südbayern und Österreich tobte, hat ein Menschenleben gefordert. Außerdem gab es zahlreiche Verletzte und Schäden in noch nicht zu übersehender Höhe. Über Wien und Umgebung erreichten die Stürme Spitzengeschwindigkeiten bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Einer Ölpest, bislang unbekannter Herkunft, sind in den Gewässern vor der norwegischen und schwedischen Südküste in den letzten Tagen über 60.000 Seevögel zum Opfer gefallen. Allein im äußeren Oslofjord und an dem norwegischen Küstenstreifen bis zur schwedischen Grenze sind nach Schätzungen der Behörden rund 50.000 Vögel tot angeschwemmt worden oder mussten von Naturschützern erschossen werden. Fachleute befürchten, dass die noch ungeklärte Wasserverschmutzung mehr als 100.000 Tiere das Leben kosten wird. Im Finale des Kandidatenturniers zur Schachweltmeisterschaft zwischen dem deutschen Hübner und dem Exilrussen Kurtschnoi wurde die 8. Partie nach 41 Zügen in Meran mit deutlichen Vorteilen für Kurtschnoi abgebrochen. Der mit den weißen Steinen spielende Kurtschnoi hatte in dieser Phase zwei Bauern mehr. Der Zwischenstand nach 7 Partien 3,5 zu 3,5. Bei der sogenannten Mini-WM der Fußball-Weltmeistermannschaften spielten am Abend in Montevideo Italien gegen Uruguay 0 zu 2. Die Lottozahlen 6, 12, 19, 22, 31, 40. Zusatzzahl 28. Ich wiederhole. 6, 12, 19, 22, 31, 40. Zusatzzahl 28. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Sonntag, den 4. Januar. Wechselnd, vielfach stark bewölkt und wiederholt Schnee- oder Graupelschauer. Stellenweise Schnee- oder Eisglätte. Temperaturen am Tage und nachts zwischen Werten um minus 2 Grad im Norden und plus 3 Grad im Südwesten. Mäßiger bis frischer, in Böen stürmischer Wind um Nordwest. Das waren die letzten Meldungen der Tagesschau. Das Programm des Deutschen Fernsehens, meine Damen und Herren, ist damit beendet. Es ist 0.15 Uhr, Viertel nach 12. Hinweise auf das Programm von Sonntag, dem 4. Januar, geben wir Ihnen auf den nachfolgenden Schrifttafeln. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.